ist das jetzt unser Stichwort, André. Genau. Wir sind jetzt auf Sendung. Hi Leute, ich habe heute mal einen ganz anderen Gast hier am Start, der André Rankel. Und den meisten, vermutlich wird dein Name, den meisten wird dein Name nicht so viel sagen, aber ja, Leute, die im Eishockey zu Hause sind oder früher mal waren, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, Müller, alter Schwede, wen hast du denn da am Start? André ist eine, darf ich das sagen, schon eine echte Nummer gewesen, vor allem in den letzten Jahren im aktiven, im professionellen Eishockey. Und jetzt ist er bei uns im Coaching als Athlet und würde gerne, wenn wir das hinkriegen, beim Ötzi an den Start gehen. Und ich möchte mit André einfach mal so einen netten, kleinen, imaginären Kaffee-Talk führen. Erzähl mal ein bisschen vom Eishockey, wie geht das da so ab? Und jetzt vor allem mal so im Radsport, wie bekommen wir dich als 95-Kilo-Mann mit sehr viel Kraft auf ein Verhältnis, dass du die Berge gut hochkommst? Jetzt viel geschwätzt von mir. André Rankel, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Schieß mal los. Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung zu dem Talk und mir geht's gut. Ja. Und 95 Kilo sind's nicht mehr ganz, dadurch, dass ich schon ein bisschen trainiere. Ich bin bei 87, also im Bergfloh bin ich noch nicht, aber mal gucken. Ja. Wie lange hatte ich jetzt der Philipp unter seinen Fittichen? Einen Monat, anderthalb? Ja, so anderthalb, ich glaube sieben Wochen trainieren wir jetzt so schon zusammen. Ja. Und erste Erfolge sind schon zu verzeichnen, ja. Wie ist dein Körpergefühl, so wenn du reinhorchst? Ganz gut. Also ich fühl mich gut während der Einheiten. Ist natürlich was anderes im Vergleich zum Eishockey. Ja. Eishockey ist sehr schnellkräftig, sehr viel Kraft. Und Radsport ist eher wirklich dieses Ausdauernde, diese langsamen Muskelfasern ansteuern. Und deswegen finde ich Radfahren auch unheimlich interessant, weil ich für mich selbst sehen kann, wie war es im Eishockey. Und wie schaffe ich diese Umsetzung ins Radfahren? Ja, also André, lass uns mal über deine Eishockey-Zeit kurz sprechen. Also wie oft bist du deutscher Meister gewesen? Sechs, sieben Mal? Sieben Mal. Sieben Mal warst MVP der Finals. Ich habe natürlich ein bisschen Wikipedia geschaut. 2011, lass mich nicht lügen, 160-maliger deutscher Nationalspieler? Circa 160? Ganz so oft nicht. Also ich habe bei sieben Weltmeisterschaften mitgemacht, ja. Und sieben Weltmeisterschaften mitgespielt. Die Olympischen Spiele in Vancouver war ich mit dabei und war leider aufgrund von Verletzungen bei ein, zwei Weltmeisterschaften nicht mit dabei und habe dadurch ein paar Länderspiele verpasst. Ja, okay. Also das ist schon ein echtes Schwergewicht im Eishockey. Sehr, sehr cool. Der Spruch, den ich am lustigsten fand in der Vorbereitung zu diesem Talk war, André Rankel, hol die Kelle raus. Ja genau, das ist so ein Fangesang, der ist entstanden in der Zeit, wo wir Meister geworden sind. Da hatte ich einen sehr guten Run in den Playoffs, habe sehr gut gespielt und da ist dieser Spruch entstanden oder ist so ein Fangesang. Und der wurde dann ziemlich jedes Mal gesungen, wenn ich ein Tor geschossen habe. Da gibt es dieses YouTube-Video zu und das werde ich mal so einbinden per Embedding-Funktion in den Blog. Das ist, mich hat schon eine Art Gänsehaut überkommen, weil das war schon, ja, sind schon geile Momente so deiner Karriere da zu sehen. Was ist denn so der ganz große Unterschied erstmal so vom Eishockey zum Radsport? Wie läuft Eishockey-Training, Wettkampf ab? Sind das dauernde, kurze Sprints? Wie kann man sich das vorstellen, so von der körperlichen Belastung? Ja, auf jeden Fall. Also es ist dauerhafte Intervallleistung, die wir auch im Training erbringen. Mhm. Weniger jetzt so diese langen Einheiten, wo du jetzt wirklich eine Stunde in der Grundlagenausdauer bist. Es ist wirklich kurz und knackig. Also ein Wechsel dauert ungefähr optimalerweise zwischen 30 und 45 Sekunden. Wow. Danach hast du dann ungefähr zweieinhalb Minuten Pause, je nachdem, wie der Trainer dich einsetzt. Und das machst du dann über 60 Minuten. Also ein Spiel dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Das sind dreimal 20 Minuten, dann hast du 20 oder 18 bis 20 Minuten Pause und kommst dann als Stürmer, komme ich ungefähr auf eine Einsatzzeit zwischen 16 und 20 Minuten pro Spiel und ist dann halt wirklich im hochintensiven Bereich.
Das heißt, jetzt auf dem Rad dürften dir, ich sag mal blöd, die Intervalle einigermaßen liegen, grundsätzlich. Ja, also Intervall macht mir total Spaß. Ich war jetzt letztes Mal erst wieder eine Intervalleinheit mit, ich glaube, das war Sweet Spot oder sowas. Das sind dann so Sachen, die machen mir Spaß. Also Oh, dieses Philipp, das kurze ist nix. bis 5 Minuten oder so habe ich überhaupt keine Probleme. Also bei uns im Training war es oftmals so, dass wenn wir Fahrradeinheiten hatten, dass wir Intervalleinheiten von 1 Minute gemacht haben, dann 1 Minute Pause und die dann bei, weiß nicht, knapp 400 Watt Da pro hast du eine gerade ein Minute. gutes Stichwort gesagt. War für euch das Fahrrad schon im Eishockeytraining eine Komponente? Ja, es wird benutzt. Also ich habe es immer ganz gerne im Sommer schon benutzt. Auch gerade, weil im Sommer machst du dann ein bisschen längere Ausfahrten. Also ich war nie länger als 1 Stunde, 1,5 unterwegs. Und eigentlich so im Training, Krafttraining und dann ein bisschen aufs Fahrrad hat mir immer ganz gut getan. Also ob es jetzt Ausfahren war oder ob es jetzt wirklich Belastungen waren, diese Intervallbelastungen zusätzlich nochmal, haben uns immer ganz gut getan. Das heißt, jetzt ist mehr oder weniger auch deine Herausforderung mit dem Philipp oder mit uns, die Grundlage zu verbessern, das Gewicht ein bisschen zu senken. Ja, da du, der André hatte mir vorweg so ein paar Ziele mal genannt, unter anderem vielleicht auch ein Drei-Länder-Giro, glaube ich, hattest du geschrieben, könntest dir vorstellen. Genau. Und da ist natürlich klar, das Watt pro Kilogramm-Verhältnis auch ein wichtiges. Wie kam es denn da für dich auf das Thema jetzt? Du hast ja die Tage die Pressekonferenz gehabt mit den Eisbären und aufgrund leider einer Schulterverletzung geht es für dich nicht mehr weiter. Was ist für dich die Motivation im Radsport, da jetzt so auf Amateur- oder Hobby-Niveau Gas zu geben? Ja, erstmal musste ich ja leider meine Karriere beenden aufgrund aufgrund meiner Schulterverletzung, was sehr schade ist. Und ich bin ein Typ, der ist sehr ehrgeizig. Also ich muss mir Ziele setzen. Ich möchte immer für mich sehen, was kann ich wirklich erreichen Das heißt, der mit Tiger muss auch ein gewissen bisschen Dingen. raus gerade. Ja, ansonsten werde ich verrückt oder ansonsten wird, glaube ich, meine Frau auch verrückt. Dann bin ich total unausgeglichen und ich muss mich messen, ich muss mich für mich selbst testen, aber jetzt gar nicht gegen andere, sondern einfach nur für mich. Und da für mich Radfahren habe ich immer schon gerne gemacht, habe ich als Kind, als 12-Jähriger mit meinem Vater gemacht und diese Leidenschaft ist nie wirklich weggegangen, sondern war immer da. Ich konnte es bloß nicht so ausüben durchs Profi-Eishockey, weil es da nicht so gewünscht war, so viel Rad zu fahren. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen aufgeflammt, das Ganze. Wir waren im Urlaub und da bin ich ein bisschen Rad gefahren und da habe ich gesagt, das wäre es doch. Also ich bin immer schon gerne die Berge hochgefahren. Hier in Berlin hast du zwar nicht viele, aber im Urlaub immer. Und da hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht und da habe ich gesagt, das könntest du doch wirklich mal angreifen. Rasierst du jetzt auch die Haxen? Wie bitte? Nee, noch Krass. nicht. So weit bin ich noch nicht. Dann vielleicht fürs Rennen, für ein Arlberg-Giro oder wenn ich dann Ötzi fahren sollte, wenn dann die letzten Watt noch zählen, aber fürs Training erstmal nicht. Das heißt, da wird es wahrscheinlich von. Hast du noch mit deinen alten Teamkollegen so zu tun? Irgendwie seht ihr euch noch öfter? Ja, klar. Also wir sehen uns jetzt in Corona-Zeiten, ist natürlich eingeschränkt. Ich verfolge sie, wir telefonieren ab und zu mal. Sprichst auch mit den Mitarbeitern und die schütteln alle nur mit dem Kopf, was ich da jetzt mit dem Radfahren Und mache. wenn du dann mal demnächst auflaufen würdest mit rasierten Beinen, dann glaube ich, das ist ja auch, glaube ich, eine sehr, könnte ich mir vorstellen, Eishockey eine sehr kumpelige Atmosphäre so vielleicht. Also ihr seid ja auch echte Haudegen, echte Männer, sage ich jetzt mal. Da gibt es wahrscheinlich schon einen blöden Spruch, oder? Ja, den wird es auf jeden Fall da geben. Also die gibt es ja jetzt schon, wenn sie sagen, hier ich mit meiner engen Radfahrkluft und so. Also da geht es schon jetzt drunter und drüber, ja klar. Ja, und wenn du dann 87 hast du eben gesagt, gell? Gewicht. Wenn du dann noch ein paar 3, 4 Kilo darunter kommen, dann wird man, ich sehe es deinem Gesicht auch schon an. Wir hatten mal so vor 3, 4 Wochen so einen Zoom-Call mit ein paar Athleten. Da meine ich, war es so ein bisschen fülliger im Gesicht. Hat auch noch einen Bart übrigens. Ist jetzt auch Ja, weg. den habe ich frisch rasiert. Frisch rasiert gerade. Okay, das ba Bärte stehen lassen ist ja bei euch im Eishockey auch so ein Traditionsthema, oder? Bei so Turnieren und so. Ja, in den Playoffs machst du das. Also wenn Okay. wirklich die wichtige Zeit des Jahres ansteht, dann
lässt man sich einen Playoff-Bart wachsen. Und umso länger er ist, umso weiter bist du in den Playoffs. Das ist immer ein gutes Zeichen. Okay. War deine, auch eine Frage, die mich interessiert, war deine Sprache im Tagtäglichen beim Eishockey, ist das Englisch bei euch? Ja, bei uns war es nur Englisch. Also, wo ich zu den Eisbären gekommen bin mit 17, mein Schulenglisch war ganz gut, aber das hat mir da nicht wirklich weitergeholfen. Und ich war sehr froh drum, muss ich ehrlich sagen, weil ich sehr gut Englisch mittlerweile spreche. Und aber an sich war es wirklich nur Englisch, ja. Darf man das ansprechen, André, das Thema? Wo geht für dich beruflich die Reise hin? Was strebst du so an? Was wäre dein Wunsch jetzt nach der aktiven Profikarriere? Ja, ich bin gerade so in der Orientierung, was mache ich danach, wie geht es weiter, dadurch, dass es jetzt mit der Schulterverletzung dann auf einmal doch so schnell ging und ich eigentlich noch 2-3 Jahre spielen wollte, bin ich da gerade in dieser Orientierungsphase. Also optimalerweise würde ich gern ein Studium machen und nebenbei dann bei den Eisbären in gewisser Weise eine Art Entwicklungstrainer machen, junge Spieler helfen, dahin zu kommen, wo sie hinwollen und vielleicht noch darüber hinaus. Und das ist eine interessante Sache für mich und das wird mich sehr interessieren. Wie es dann nachher kommt, werden wir dann sehen. Okay, dafür drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Sehr, sehr cool. Noch ein kurzer letzter Abriss zum Eishockey, bevor wir zum Radsport nochmal kurz kommen. Was waren für dich so die geilsten, wenn du jetzt so zurückblickst und auf dem Fahrrad so durch die Gegend fährst, über deine aktive Karriere, was bleibt denn da so hängen? Was waren so Dinge, wo du sagst, wow, das war so geil, davon erzähle ich später noch meinen Enkelkindern? Ja, allgemein Eishockey, die Atmosphäre beim Spielen. Also ein ganz besonderer Moment war auf jeden Fall die Olympischen Spiele in Vancouver. Ja. Damals in Kanada, gegen Kanada zu spielen. Die Mutterland des Eishockeys quasi? Genau, die Olympischen Spiele dort waren eigentlich mehr ein Eishockey-Turnier plus andere Sportarten, weil Eishockey da so groß ist wie hier Fußball. Und das war schon was ganz Besonderes, denn ich glaube 21.000 waren es gegen Kanada zu spielen. Das ist schon ein Moment gewesen, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und natürlich dann die 7 deutschen Meisterschaften, die ich mit den Eisbären zusammen feiern durfte. Es war immer was Besonderes. Gerade im Mannschaftssport ist es immer schön, wenn man ein ganzes Jahr so hart arbeitet mit seinen Teamkollegen. Und das Leid teilen und dann auch noch die Erfolge zusammen feiern kann. Und du warst auch langjähriger Kapitän, ne? Also ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie so eine kleine Nummer warst, du warst ja schon Kapitän der Mannschaft. Genau, 8 Jahre lang war ich Kapitän und durfte in der Zeit eine Meisterschaft dann auch feiern. Was war so euer Verein oder Club, gegen den ihr gespielt habt, wo es immer richtig ordentlich zur Sache ging? Was war das, welcher Club war das für euch? Überwiegend Adler Mannheim. Das ist so, wir beide sind Rekordmeister gewesen. Beide haben 7 Meisterschaften gewonnen. Das waren auch in den Playoffs immer sehr entscheidende Duelle, sehr hitzige Duelle auch. Und da ist so ein bisschen, das ist zwar von der Entfernung sehr weit, aber ist wirklich eine Rivalität entstanden, ja. Ja. Noch eine Frage. Was geht bei euch ab, dass ihr euch in so einem Spiel dann auch mal einen auf die Glocke haut? Das ist ja auch irgendwie so part of the game, oder? Ja, es ist weniger geworden, auf jeden Fall. Früher war es gang und gäbe, das gehört dazu. Da gab es sogar extra Leute, die nur dafür verpflichtet wurden. heutzutage ist es so, diese Sportart lebt so von Emotionen auf dem Eis und Emotionen, Smalltalk. Trash-Talk? Dieses körperlich Trash-Talk, genau. Das lebt wirklich, wirklich sehr von Emotionen und da kann sowas schon mal passieren. Also gerade durch dieses Körperliche, wenn das doch dem einen doch ein bisschen mehr wehgetan hat, als man dachte, dann kann es da schon zur Sache gehen. Hast du auch gut ausgeteilt? Teilweise. Also ich war jetzt nicht der Schlägertyp. Ich habe meine Emotionen dann doch immer unter Kontrolle gehabt, meistens zumindest. Und von daher allzu oft war es nicht. Ich finde das so krass, wenn du das manchmal so im Fernsehen siehst oder so, die nehmen ja dann tatsächlich ihre Handschuhe, ziehen sie teilweise aus und dann gibt es richtig mit der blanken Faust was auf die 12. Ja, wenn du dir da den Falschen suchst, dann geht es dir nicht so gut am nächsten Tag, ja. Gab es da so bekannte, also ligaweit bekannte?
Typen? Ja, klar, in Deutschland, Europa ist es nicht ganz so schlimm, aber in Amerika ist es so, da weiß jeder, okay, der kann das, da werden sich teilweise sogar Videos vorm Spiel angeschaut, wirklich die Leute, die dafür verpflichtet werden und dann wird sich sogar verabredet auf dem Eis, ja. Und die Zuschauer feiern das gewissermaßen, oder? So ein bisschen vom Kult her? Ja, für die Zuschauer ist es noch mal ein extra Highlight, glaube ich. Ich glaube, in Amerika ist es wirklich so, dass viele Leute deswegen nur zum Eishockey gegangen sind. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist es so gut oder so weitestgehend raus aus dem Spiel. Ja. Es kommt ab und zu mal vor, aber wirklich nur noch vereinzelt. Wie oft war deine Nase gebrochen? Meine Nase war einmal gebrochen. aber nicht von der Schlägerei, sondern ich bin von hinten in die Bande mit der Nase voraus. Musste dann auch operiert werden, sieht man ein bisschen, ist ein bisschen schief. Meine ist auch schief. Der Arzt hat gesagt, sie ist schöner als vorher. Ich weiß nicht so ganz, aber naja. Ja, ich meine, Eishockey ist so ein echter Männersport, sage ich jetzt mal, so ein cooler Sport irgendwie so. Und Radsport, wie fühlst du dich da? Radsport ist definitiv so ein, ja, ich sag jetzt mal so ein Nerdsport. Auch so, manche würden sagen Individualistensport, manche sagen Teamsport, okay, wenn du mit einer Mannschaft fährst. Wie fällt dir so dieser Vergleich da so auf? Was ist für dich der Vergleich? Ja. Natürlich ist es anders als Eishockey. Es ist, wie du sagst, es ist meiner Meinung nach jetzt, also so wie ich es mache, kein Teamsport. Ja. Ich mache es für mich alleine. Ich finde es aber auch ganz, ganz angenehm. Die jetzt in letzter Zeit viele Gedanken gehabt mit meiner Schulter, mit dem Rücktritt und so. Das kannst du gut auf dem Fahrrad, kannst du gut nehmen, um darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite, was mich auch wirklich interessiert, ist dieses Nerdige an dem Sport, wirklich diese Wissenschaft da dran, ja. Was ganz anders ist als beim Eishockey, dass du wirklich deine Trainingseinheiten auf die Minute komplett planen kannst und die genauso durchführen kannst und dann auch diese Ergebnisse dir danach analysieren kannst und sagen kannst, wie, wann war ich wie, warum war das so. Das finde ich sehr interessant. Also das geht ja auch in Studienrichtung. Ich würde gerne Sport und angewandte Trainingswissenschaften studieren. Das geht ja auch dahin. Von daher sehe ich mich im Radsport so als kleiner Selbstversuch. Ja, du hast mir auch vor ein paar Tagen, Wochen, wir hatten mal Vorgespräch geführt, dass du das auch so gewissermaßen aufsaugst, was du vom Philipp, was er mit dir macht. Wie fällt denn da so dein erstes Eigenfazit aus? Also merkst du eine gewisse Veränderung in deinem Körper? Ja, auf jeden Fall. Also mir fallen die Einheiten weitaus leichter, gerade dieser Grundlagenausdauerbereich. Ist für mich jetzt schon weitaus einfacher zu absolvieren und mein FTP-Test war jetzt auch schon besser. Man merkt es an meiner Körperstruktur, die sich jetzt langsam verändert. Drahtiger oder? Ja, drahtiger, dünner. Also Familie und Freunde sagen, ich bin echt extrem schmal geworden jetzt schon. Was sagt deine Frau? Gefällt ihr oder ist ihr schon zu dünn? Jetzt noch. Es geht noch, aber sie sagt, wenn wir dann irgendwann unter die 80 Kilo kommen würden, dann müssen wir mal schauen. Wie groß bist du? 1,86? 1,86, ja. Also wie ich. Okay, ja. Genau, und da muss ich mal gucken. Ich glaube, das Gewicht abnehmen ist sowieso das größte Problem für mich dann jetzt im Nachhinein. Ich glaube, vom Training her und vom strukturierten Training, was sie anbietet, finde ich das optimal. Anfangs war es für mich sogar so, dass ich dadurch, dass ich im Eishockey gewöhnt bin, immer diese Intervallleistung, dass es sogar für mich relativ wenig war noch von der Intensität her, dass ich wirklich, ich kenne das eigentlich nur, ich komme nach Hause und bin völlig fertig. Das hatte ich jetzt halt noch nicht so extrem beim Radfahren. Hast du schon kurz zu deinem Setup, du trainierst jetzt auch schon auf Swift, auf der Rolle im Winter teilweise, ne, wenn das Wetter entsprechend ist? Ja, ja, klar. Die steht hier neben mir. Oder trainier. Das steht alles. Schönes hier. Bike. Alles neben mir. Was hast du da für ein Bike? Das habe ich mir selbst zusammengebaut jetzt, wo ich gesagt habe, ich will jetzt wirklich anfangen. Das ist ein Specialized S-Works. Das Tarmac SL7, das neue. Das ist auch nett. Das ist schön. Das ist sehr nett. Und das war so, ich habe gesagt, jetzt hörst du auf. Und irgendwie zum Anfang, und das war immer mein Traum, so ein richtig tolles Fahrrad zu haben, habe ich gesagt, das gönne ich mir jetzt nochmal zum Karriereende. Ja, das ist ein schönes Bike.
Wir machen ja so, haben jetzt unser erstes Bikecamp in der Eifel mal gemacht gehabt und da habe ich eine Beziehung zu dem Achim. Der hat einen Specialized Shop auf belgischer Seite. Das sagt jetzt alles nichts. Aber ja, da wollten wir auch mal demnächst was mit dem SL7 machen. Sehr, sehr schönes Rad. Okay, aber so, das heißt, du fährst jetzt im Winter vorwiegend auf der Rolle, wenn das Wetter entsprechend ist, und im Frühjahr gehst du natürlich raus. Was für die Zuschauer, die das jetzt so sehen, was wäre so beim Szenario, dass Corona demnächst vielleicht mal hoffentlich sich verpieseln würde, sag ich mal, was wären dann so deine gewünschten Etappen bis zu einem langen Ziel, Ötzi? Ja, also zuallererst angemeldet bin ich jetzt offiziell schon beim Arlberg-Giro und beim Dreiländer-Giro. Das sind die beiden, wofür ich mich jetzt schon angemeldet habe. Und okay. Ötzi wäre natürlich dann das absolute Highlight. Ich muss mal gucken, je nachdem, wie sich das jetzt alles mit Corona abläuft, wie du gesagt hattest. Ich denke mal, sowas wie rund um Köln oder sowas wäre für mich vielleicht nochmal interessant, gerade von der Körperstruktur oder von meinem Anforderungsprofil fürs Radfahren. Ja. Diese 5 Minuten Anstiege, die liegen mir, glaube ich, am besten. Ja. Ob man sowas denn mal macht, wäre auch sehr interessant. Von daher, aber das sind so Sachen, die wollte ich dann mit Philipp nochmal besprechen, wenn ich jetzt mich wirklich so ein bisschen, wenn ich reingekommen bin ins Radfahren und wie man die ersten Erfolge dann halt sehen kann. Ja, ja, sehr cool. Ich würde auch vorschlagen, dass der Philipp demnächst mal so eine Art, wenn das für dich okay ist, Analysevideo von dir macht, wie er dein Training so einschätzt, deine Körperstruktur. Er ist auch immer sehr hinterher mit dieser Muskeltyp A oder B, wie er dich da so einschätzt und was so sein Fahrplan wäre für den André. Das würde mich auch mal persönlich sehr reizen. Und wenn du bei Rund um Köln mitmachst, dann unbedingt lass uns treffen auf einen Kaffee, auf einen Kölsch etc. pp. Das würde mich auch persönlich sehr, sehr freuen. Was hast du denn jetzt für einen FDP-Test gehabt? Was kam raus? Ich habe den REM-Test gemacht. Ich war jetzt bei 345. Und am Anfang so, als du reingekommen bist? Am Anfang, wo ich reingekommen bin, war ich bei 326. Okay. In circa 6-7 Wochen. Schon, na, das ist, ich habe jetzt keinen gemacht. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt wieder ein bisschen höher ist, weil mir die Intervalleinheiten weitaus leichter fallen als vorher. Ich glaube, er war nach 4 Wochen, also ist jetzt ungefähr wieder die Hälfte vorbei. Oh. Ich weiß nicht, wann der nächste ansteht, aber ich fühle mich jetzt schon wieder weitaus besser auf dem Fahrrad, von daher könnte da noch ein bisschen mehr drin sein. Ich glaube, du brauchst abends auf dem Sofa, brauchst du dieses Gefühl, das ich glaube ich auch brauche, dieses gesund Platte zu sein. Dieses, man merkt, man hat was im Körper, in den Beinen und dann irgendwie ist alles schöner. Du bist auch so ein Typ. Nee, ja, das auf jeden Fall. Also ich muss mich echt auspowern. Ich brauche das für mich selber, ansonsten bin ich nicht ich selbst, ansonsten bin ich nicht glücklich. Also ich muss mich auspowern, ich muss alles reinhauen, was ich habe und gucken, was dann dabei rauskommt. André, weißt du, was mein Lieblingsschmerz ist? Muskelkater. Muskelkater? Ich liebe Muskelkater. Nee, das gar nicht. Also Sommertraining, wenn du wieder anfängst mit dem Trainieren und du dich 3 Tage gar nicht bewegen kannst, aber trotzdem weiter trainieren musst, das mochte ich immer nicht so gerne. Okay, gut, als Hobby kann jetzt entscheiden, am nächsten Tag mache ich es nicht. Du als Profi, ehemaliger Profi, klar, du musst es dann wieder parat stellen, ist klar. Nee, das war das Schlimmste, wenn du Kniebeuge machen musstest und diesen Muskelkater beim Runtergehen noch gemerkt hast und da ordentlich Gewicht drauf hattest. Das hat keinen Spaß gemacht. Habt ihr viel mit der Langhantel gemacht beim Eishockey, Squats? Ja, sehr viel. Also Eishockey ist überwiegend Beintraining. Also wir haben sehr viel Krafttraining für die Beine gemacht, sehr viel Sprünge, sehr viele kurze Sprints. Natürlich Oberkörperkraft auch sehr, sehr viel. Also das Sommertraining sieht eigentlich überwiegend aus, dass du 5-6 Mal die Woche im Kraftraum bist. Und das nützt dir ja alles nichts, wenn du so einer bist wie Happy Gilmore, der vielleicht schlagen kann wie ein großer, also mit einem Puck. Du kannst aber keinen Schlittschuh fahren. Das ist ja nochmal... Das ist dann schlecht. Das ist ja nochmal bei euch das absolut Krasse. Du kannst ja eine Kondition haben oder eine Technik mit dem Schläger und dem Puck, wie sonst wäre, aber wenn du nicht Schlittschuh fahren kannst, bringt's nichts. Nee, da hast du recht. Wie hast du das gelernt mit Schlittschuh fahren? Ich habe mit 4 Jahren habe ich angefangen, Schlittschuh zu fahren. Also mein Vater hat mich damals mit zum Eishockeyspiel genommen, der hat die Karten geschenkt bekommen. Da war ich 3 Jahre alt
Und ich glaube, danach habe ich ihn so lange genervt, bin mit einem Besen und einem Ball durch den Flur gerannt und durchs Wohnzimmer, habe auch ein paar Dinge kaputt gemacht, bis er mich dann endlich angemeldet hat. Und seitdem ist es für mich wie Fahrradfahren. Also es gibt für mich ist es, ich ziehe ein paar Schlittschuhe an und los geht's. Krass. Ja, ich bin ein bisschen älter als du, 7 Jahre. Ich habe als damaliger Junge ist man auch mal natürlich in die Eishalle gegangen und so. Das war also halt. Ich habe mir die Videos. Konnte ich froh sein, wenn ich keine Gehirnerschütterung hatte, wenn ich vom Eis runterkam. Nee, also wie gesagt, für mich ist es ganz normal wie Laufen, wie Fahrradfahren. Darüber habe ich schon gar nicht mehr nachgedacht. Aber auch ich bin während des Spiels öfter auch mal hingefallen. Also das ist immer ganz lustig, wenn man mit seinen Mannschaftskollegen, wenn man das Spiel beobachtet und der eine aus dem Nichts mal hinfällt, muss er sich schon was anhören danach. Siehst du auch, wenn einer so richtig gut, wie sagt ihr es? Also Schlittschuh laufen, sagt ihr wahrscheinlich nicht, oder? Wenn einer gut laufen? Ja, wenn einer gut laufen kann, Wenn einer richtig gut gut laufen kann, sowas sieht man das laufen, sofort? skaten kannst, das siehst du schon. Also das ist dann sieht dann sehr sehr leicht aus, ohne überhaupt Kraft aufzuwenden. Das hast du dann schon, ja. Wer war für dich so Ist schon der, was Besonderes. wer war so für dich, wenn du jetzt drüber nachdenkst, spontan der beste Eisläufer? Fällt dir einer ein, wo du sagst, wow, guckt euch den mal an, der läuft wie eine Prinzessin? Ich meine, in der NHL gibt es jetzt den wahrscheinlich auch bekanntesten Eishockeyspieler im Moment, Connor McDavid, wenn der läuft, in einer Geschwindigkeit und so. Das ist schon schön. Also wer sich mal ein YouTube-Video angucken will von einem Eishockeyspieler, der gut Schlittschuh laufen kann, dann gibt der Connor McDavid ein. Also das ist schon bemerkenswert. Für welche Mannschaft spielt der? Der spielt für die Edmonton Oilers. Ist es USA oder Kanada? Die sind in Edmonton, ist Kanada. Ja. Und der ist im Moment wahrscheinlich der beste Eishockeyspieler der Welt, zusammen mit dem Deutschen, der aus Köln kommt, Dreiseitel? Leon Draisaitl. Wo kommt der her? Genau. Die beiden spielen zusammen in einer Mannschaft. Der ist, glaube ich, in Köln geboren. Köln geboren. Also, genau. Hatte der nicht einen Vater, der auch Dreiseitel, der im Eishockey war? Ja, genau. Der war auch ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Und gab damals einen, die haben damals gegen Kanada ein Penaltyschießen gehabt. Da hätte er ihn getroffen, glaube ich, dann wären sie weitergekommen und der Puck ist auf der Linie liegen geblieben. Ist auch ein ganz bekanntes Video. Damals in den Okay. 90ern, Olympia, glaube ich, irgendwann, ja. Was ist so euer Real Madrid der Eishockey-Clubs? Wenn du nur einen Wunsch frei hättest, einmal für diesen Verein, außer Eisbären Berlin, Leute, auflaufen zu dürfen, welchen würdest du denn nennen? Gibt es da so einen? Im Endeffekt nicht wirklich. Da ist jeder für sich selbst, hat er so seine Lieblingsmannschaft, aber alles, was du willst, ist in Nordamerika spielen, in der National Hockey League, NHL. Und wenn du da drüben spielst, ist die beste Liga der Welt, die besten Spieler und wenn du die Möglichkeit hast, da zu spielen, dann spielst du da. Oh. Okay. Ja, krass, ne? Also wir sind jetzt eigentlich auch durch, aber ich finde, Eishockey war früher mal so Mitte, Anfang 90er sowas, vielleicht mal irgendwie so Sportart Nummer 3, 4 in Deutschland, gefühlt. Mal so eine Zeit lang. Ich glaube, jetzt ist es ähnlich wie Radsport, relativ weit hinten. Ja, ich war in München, wir sind ja aus München hierher gezogen, bei den, wie heißen sie, Red Bulls. Genau. Die spielen noch in der alten Olympia-Eishalle da irgendwie. Das hat noch, finde ich eigentlich ganz geil, ist noch so ein bisschen so 70er-Jahre-Flavor. Mit so Bratwurst und so. Als Zuschauer irgendwie ganz cool. Ja, ist ein echter Männersport. Ich verstehe nicht immer alles, aber ich mal vor Ort sein finde ich eigentlich ganz geil, wenn Corona nicht gerade ist. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall. Also von den Zuschauern her ist Eishockey in Deutschland immer noch die Nummer zwei, die ins Stadion kommen. Okay. Problematisch ist es halt oftmals nur, ins Fernsehen zu kommen. Ich glaube, Sport muss im Fernsehen sein und dann ist er auch präsent. Also die Eishockey-Nationalmannschaft hat ja auch Silber gewonnen bei den letzten Olympischen Spielen, was ein riesengroßer Erfolg ist fürs Eishockey. Ich glaube, das letzte Mal war das 1972, wenn es mich nicht täuscht. Und es passiert gerade was im Eishockey. Es gibt wieder mehr Kinder, die diesen Sport betreiben wollen und sind jetzt bessere Spieler auch, bessere junge Spieler, die hochkommen. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung im Eishockey, dass es da wirklich vorangeht jetzt. Okay, ja, André, du, dann vielen Dank erstmal für die Zeit. Ich würde vorschlagen, dass der Philipp Diekner dann
im nächsten Schritt sich mal so ein bisschen den André anguckt und mal so aus Coaching-Sicht da mal, vielleicht kannst du ihm auch ein paar Fragen stellen, die ihr dann in dem, ich würde euch dann nochmal drüber informieren, ja, in dem Video sozusagen mal beleuchtet. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Kommt dann sicherlich die nächsten Wochen und dir vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Finde es echt eine Ehre. Guck mir die Bilder dahinter dir an. Cooler Typ. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns einen Daumen hoch, gebt dem André einen Daumen hoch. Schaut mal vorbei bei den Eisbären. Vielleicht ist er demnächst in irgendeiner funktionalen Rolle als Funktionär oder keine Ahnung was damit am Start. Zu wünschen wäre es ihm. Oh. Ne? Und vielleicht sehen wir uns ja beide, André, bei rund um Köln oder so. Das wäre cool. Das wäre schon nicht verkehrt, ja. Ja. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf, wie der Fortschritt ist und wenn wir das Video mit Philipp machen, was der dazu sagt. Übrigens, ein sehr schöner direkter Vergleich wäre, wenn du beim Alberg, wenn der Alberg Giro an den Start geht, Corona und so, mal ein direkter Vergleich. Wir sind ja einigermaßen ähnliche Körpertypen. Bin ich auch an den Start gegangen, habe ich mich bis zum Auskotzen verausgabt bei dem Rennen in 2016. Können wir da nochmal drüber schnacken. Würde ja, natürlich, natürlich. Interessiert mich sehr, wie ich überhaupt als Radfahrer bin, ob ich überhaupt was kann, ja. Ja, bestimmt. Du hast einen guten Grundmotor, logisch. Und du hast glaube ich, kannst dich quälen bis zum geht nicht mehr. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Hoffentlich, werden wir dann sehen. Ja. Werden wir sehen. André, vielen Dank dir. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Leute. Und ja, André, vielen, vielen Dank zum fünften Mal jetzt. Hab einen schönen Tag. Ich beende jetzt die Aufnahme, okay?